Hallo Sportfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Ich habe heute die besondere Ehre, euch einen jungen Mann vorzustellen. Ich bin hier zu Besuch bei Toni Tiger Harting. Ich habe Toni beim Wrestling kennengelernt. Toni ist nämlich Wrestler. Du machst Capoeira-Kampf. So sieht's aus. Gehst ins Studio, pumpen 4-5 Mal die Woche. Auch noch. Und nebenbei gehst du noch arbeiten als Polizist. Ja, also eine ganze Menge, was da zusammenkommt. Wir haben ein Projekt geplant. Oh ja. Du willst Fett verlieren, eine bessere Figur machen, vor allem im Ring. Du willst bessere Performance bringen. Erstmal ist wichtig, dass ich krass aussehe. Ja, das ist wichtig. Wenn man in den Ring geht, halbnackt, da muss man natürlich den Leuten was bieten können. Und dementsprechend will ich, dass du mich krass machst. Und wenn du dann noch eine Performance aus mir rausholst, Alter, dann mache ich die kaputt. Da geht einiges, dann mache ich dich krass. Mach ich dich kaputt. Jo. Ja, und das ist Ziel, ja, der Beste zu werden. Kriegen wir hin, Mann, versprochen. Cool, danke dir. Und jetzt nochmal für die Zuschauer, wie sieht denn dein Alltag aus? Naja, ich bin ja Polizeibeamter, ne? Und da bin ich im Streifendienst tätig, also Wach- und Wechseldienst, und arbeite dementsprechend in Schichten. Mhm. Also unregelmäßige Zeiten mit Schlafen und Aufstehen, und drumherum versuche ich halt immer meinen Sport zu machen. Fitness, Capoeira, Wrestling. Und versuche mich halbwegs gesund zu ernähren, aber gerade bei diesen Schichten ist halt der Weg zu einem Dönermann oder Burgerladen halt irgendwie doch recht kurz und recht schnell, und dann hat man die schnelle Grundversorgung, denkt man jedenfalls. Machst du auch Dienstsport irgendwie auf Arbeit? Dienstsport gibt es grundsätzlich, ja, aber bei uns ist es so, dass das Problem ist, aufgrund der Schichten muss man das in seiner Freizeit machen, weil wir sind so wenig Leute, dass immer der Dienst irgendwie halbwegs abgewickelt werden muss. Deswegen muss ich nach einer 12-Stunden-Schicht manchmal noch mich zum Sport quälen. Ja. Und da habe ich auch nicht immer die beste Performance, die ich gerne haben will. Ja, aber du hast doch ein Sportlerherz, das weiß ich doch. Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das hat er. Ich bleibe immer dran, ja. Deswegen, seid gespannt, wie es weitergeht. Ja. Ich bin echt sehr zuversichtlich. Toni, wer oder was motiviert dich denn? Also mich motiviert vor allem jemand, den man dort findet, Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, alias Rambo, Rocky oder bei Expendables, wie er da mitspielt, ist ein Mann, der mit seinen 70 Jahren so tipptopp fit ist und mit diesen guten alten Kultfilmen irgendwo immer geile Sprüche hat und immer die einen wirklich bis aufs Letzte motivieren. Mhm. Und auch beim Training, da höre ich dann manchmal, wenn ich nochmal irgendwie alles rausholen muss, die alte Rocky-Theme, um die letzten Kräfte zu mobilisieren. Und das ist jemand, also das ist einfach geil, also auf jeden Fall. Das ist ja einfach Kult. Ja. Ich glaube, ja. Und natürlich auch Wrestling-technisch, weil ich ja Wrestling-Fan bin, leidenschaftlicher. Ja. Leute wie Triple H, Undertaker, Goldberg, oder The Rock, die halt wirklich in Top-Form sind. Und die sind ja auch schon mittlerweile nicht mehr die Jüngsten alle, aber die sind noch knüppelhart am Trainieren. Und sowas motiviert mich vor allem. Ne? Ja. Also da auch dran zu bleiben, um auch mal so eine richtig geile Form zu bekommen. Wie lange machst du denn schon Wrestling? Wrestling mache ich jetzt seit 2,5 Jahren, ja, also noch nicht so lang, relativ spät eingestiegen. Also ich bin Fan, seit meinem 11. Lebensjahr bin ich Wrestling-Fan, und habe mich immer gewundert, ja, gibt es hier irgendwo die Möglichkeit in Deutschland zu machen, habe mich aber nie richtig erkundigt. Ja. Da war ich halt noch in meinem Polizeijob drin, und dann habe ich herausgefunden, in Berlin gibt es eine Wrestling-Promotion. Da muss ich hin, weil ich am Start. Ja, muss meiner Leidenschaft nachgehen. Einmal in den Ring zu kommen, war schon so geil. Und in den Ring zu steigen, also das Gefühl, das erste Mal, das war, als wenn man sich von außen sehen würde. Ah, okay. Ja. Klasse. Als wenn man die Matches gesehen hat, so wo man damals dann den großen Helden gesehen hat, oder aktuell natürlich noch, und dann selbst in den Ring steigt, und dann sieht man das Publikum, welches mich dann anfeuert. Mhm. Ja, und dann, da fühlt man sich so, also diese Gefühle, diese Ausschüttung von Glückshormonen. Ich kann mir gut vorstellen, was du meinst. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Ich habe es ja auch schon erlebt, war grandios. Komplett neues Gefühl. Ja, das ist geil. Ja. Ja. Bei all den ganzen Sporten gearbeitet, hast du überhaupt noch ein Privatleben? Wie kriegst du denn das mit deiner Freundin in den Griff? Ja, das ist natürlich schwierig. Ne? Die Freizeit, die ist immer relativ beschnitten. Und ich habe halt den Vorteil, dass meine Freundin auch selbst viel Sport macht und auch die Leidenschaft des Fitness als auch das Wrestling mit mir teilt. Und dementsprechend ist er halt auch aktiv dort, wrestlingmäßig, aber ja, da kann sie eigentlich selbst auch was zu sagen. Ja, also ich mache jetzt seit einem Jahr Wrestling. Ich habe in Amerika angefangen, da habe ich ihn dann auch mit reingebracht. Bei Johnny Rods habe ich trainiert, im Gleason's Gym, da hat auch Mike Tyson hat seinen Grundstein dort gebracht. Genau, und dort habe ich das Wrestling für mich entdeckt, aber grundsätzlich hat er mich daran geführt.
weil ich wollte das dann auch probieren, weil er sieht immer so unglaublich cool im Ring aus und ab und zu möchte man als Mädchen auch mal cool sein. Und das ja, hat. Aber es ist ein sehr gefährlicher Sport. Überleg dir, ob du das weitermachen willst. Weil jedes Mal, wenn sie kämpft, ist es halt so, dass man einfach zu heulen. Ja, man macht sich wirklich Sorgen, ja, weil der Sport ist wirklich gefährlich. Ich weiß es ja. Ja, okay. Ja. Also du machst dir echt Sorgen um deine Frau, wenn ihr dann quasi so trainiert. Na, beim Training geht's ja. Wenn ich jetzt mit ihr trainiere, passe ich auf sie auf. Ja, ja, klar. Ja. Wenn sie mit jemand anderem trainiert oder so. Ne? Aber na, im Ring, wenn sie gegen jemand anderes kämpft, ja, weiß okay. Ich doch nicht, was sie mit ihr machen. Ja, ja, okay, stimmt. Ja, wenn sie zerlegen da und dann... Wir haben ja auch schon zusammen trainiert. Hier, link oben, mach ich mal oben rein. Und das lief ja ganz gut bei uns, ne? Also ihr habt mich auf jeden Fall gut unterstützt. Ja. Von dir habe ich ja auch den einen oder anderen Haken kassiert. Richtig. Wie sieht's denn aus bei euch? Wer kocht denn? Also ich... Bereite gern vor, ja. Wenn ich allein bin, muss ich auch kochen, aber grundsätzlich macht die Dame schon ihren Job sehr gut. Stundenlang in der Küche. Ja, so witzig gehört. Nee, natürlich nicht. Nein, sie ist wirklich super nett. Macho-Alarm. Macho. Ja. Also das ist halt bei mir immer dadurch, dass ich immer wenig Schlaf habe und dann die Schichten und so, ist sie wirklich so lieb und bereitet viel auch für mich vor schon. Obwohl ich natürlich auch gerne mal selbst dann zum Döner lieber greife und dann das Essen lieber stehen lasse. Aber danke. Ja, da ist sie schon, also da ist sie schon sehr hilfreich auf jeden Fall. Eine ganz wichtige Frage. Habt ihr irgendwelche No-Gos? Was ich gar nicht leiden kann, sind so egoistische Menschen. Ja, Leute, die nur an sich selbst denken, weil für mich, weiß ich nicht, das ist vielleicht auch jobmäßig gegeben oder sportmäßig, steht Teamfähigkeit immer ganz oben. Mhm. Und sowas kann ich gar nicht haben. Menschen, die andere Menschen von oben herab behandeln, nur weil sie denken, sie wären besser bei irgendwas. Ich meine, jeder hat mal klein angefangen und ich finde, man sollte das immer im Gedanken behalten, weil wenn jemand von unten anfängt, möchte er sich auch hocharbeiten und vielleicht ist dieserjenige dann irgendwann besser als du. Und wenn du den arrogant behandelt hast, finde ich blöd. Sowas mag ich nicht. Wenn wir gerade bei sind, da habe ich auch noch einen Selbstdarsteller, kann ich gar nicht ab, die die ganze Zeit immer sich in den Mittelpunkt spielen müssen. Ach, der Wrestler. Ja. Aber dann, wenn es drauf ankommt, dann, ja, ja, okay. Dann ne, ziehen sie den Schwanz ein. Und das gefällt mir nicht. Ja. Na, dann lieber bescheiden und wenn es drauf ankommt, Action. Was sagen denn deine Arbeitskollegen zu deinem Lifestyle? Ja, also die unterstützen mich, wo sie können. Also wenn ich Shows habe, Wrestling-Shows, dann schieben sie die Dienste, dass ich mal meine Tour machen kann. Ja. Und kommen auch gerne vorbei, wenn ich meine Show in Berlin zum Beispiel habe, ja. Um mich anzufeuern. Und das ist natürlich sehr witzig, wenn man einerseits auf dem Funkwagen zusammensitzt und Einsätze abwickelt und andererseits sehen sie mich dann im Ring, wo ich Leute verprügle und dafür nicht angezeigt werde. Ja. Das ist schon sehr witzig. Und ja, die machen sich natürlich auch Sorgen, weil Wrestling ein hohes Verletzungsrisiko in sich birgt. Absolut, ja. Ja, und dementsprechend wir auch in unserem Job halt gefährliche Einsätze haben und das ist natürlich eine ganze Menge, was sich da so addiert. Wie oft hast du so eine Show? Ja, sag mal, 2 bis 3 Mal im Monat, kann man schon sagen, aber manchmal am Wochenende doch auch schon 3 Mal, jetzt kommendes Wochenende zum Beispiel. Hammer. Ja, also schon eine ordentliche Belastung, sag ich mal. Ist ja auch schwer mit ins Training zu integrieren und da würden wir auch ansetzen. Auf jeden Fall, ja. Da werden wir auch ansetzen, ne? Ein bisschen mehr Trainingsqualität, aber wollen nicht zu viel verraten. Okay, ja. Soll ja auch spannend bleiben. Ja, das ist wichtig. Erzähl uns doch mal, wie es zu dieser recht exotischen Sportart wie Capoeira kam. Ja, Capoeira mache ich jetzt ja bereits seit fast 16 Jahren. Und als kleiner 15-jähriger Bengel gab es bei uns in der Schule so einen Workshop, wo so ein brasilianischer Capoeirista seine Moves gezeigt hat. Und ja. Diese Mischung aus Akrobatik und Kampfsport, die Capoeira ja in sich trägt, ja. Das hat mich sofort fasziniert, weil zu diesem Zeitpunkt waren noch diese ganzen Kampfsportfilme ganz groß. Ja. Oder man hat Computerspiele gespielt wie ja. Street Fighter oder Tekken. Da gab es doch auch diesen einen Spieler, der genau bei Street Fighter. Eddie Gordo. Genau. Eddie Gordo, genau. Ja. Und der hat ja auch Capoeira gemacht ja, und hat sich, Alter, scheiße, ist das geil. Das muss ich auch machen. Ne? Und das ist halt das Geile beim Capoeira. Das birgt halt, trägt halt so viel in sich. Also Kampf, Tanz, Musik. Musikinstrumente muss man auch spielen. Was? Ja, also da gibt es zum Beispiel die Birimbau, das ist so ein einseitiges Instrument. Das ja, mit so einem, oder? Nein, das ist wirklich so. Okay, ja. Spannend. Also es ist wirklich so ein recht altertümliches Instrument mit so einem Klangkörper, das ist auch so eine Kalimba. Das zeigen wir uns aber, kommt im nächsten ja, Video. Dann genau, kommt im nächsten auf jeden Fall. Und dementsprechend ist es halt so, man macht die Musik dazu, denn, um Energie aufzuladen und dann verbindet man diese ganzen Sachen. Es ist geil, einen Salto zu können. Es ist noch geiler, einen Salto mit Tritt zu können. Deswegen fand ich das so geil und will das unbedingt können. Okay, geil. Und mach das bis heute, weil es bringt mir natürlich die Beweglichkeit. Absolut. Das ist schon echt vorteilhaft. Du bist auch einfach fit im Ring, das sieht man auch in einer Art und Weise, dich zu bewegen. Also du performst schon recht gut und ich sage mal so, die Zuschauer werden es ja sehen, auch durchs T-Shirt. Der junge Mann hat ja schon Muskeln aufgebaut und hat eine ganz gute Veranlagung. Es ist nicht so, dass wir hier eine Couch-Potato trainieren, sondern die Aufgabe wird recht schwer.
aus deinem trainierten Körper wirklich was rauszuholen. Da müssen wir einiges optimieren. Ja, hast du denn eine Erwartungshaltung an mich, an unserer Zusammenarbeit? Naja, also jeder weiß, was du erreichen konntest. Im Bodybuilding oder, sag ich mal, beim Personal Training, was du aus den Leuten machst. Ja. Und, ich jetzt mittlerweile seit 10 Jahren im Fitnessstudio, aber so, wenn ich mir andere Leute angucke, die so top Shapes haben, dann will ich sowas natürlich auch haben. Du willst mehr, und ich weiß, du kannst das. Und deswegen will ich das auch können. Will ich auch so aussehen. Ist ja, ja, gesagt, ja, ja, cool. Und wäre cool halt. Und ich gehe halt davon aus, dass du die Schrauben drehst, die ich brauche, um halt wirklich die Performance und natürlich auch die Optik zu haben. Ja. Also würde mich freuen. Also bei dir ist ja quasi Optik auch Performance, weil das brauchst du ja im Ring. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du Erfolg haben wirst, weil du einfach die nötige Einstellung hast. Du hast ein Sportlerherz. Und das ist somit das Wichtigste. Das heißt, du hast die Motivation. Ach, ja. Und da können wir uns auf jeden Fall gefasst machen. Ja, wenn ich mich erstmal festgebissen habe, lasse ich nicht mehr los. Der Tiger. Wie ein Hund. Glaube ich. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Danke dir. Vielen Dank auch an euch fürs Zuschauen. Auch natürlich an dich, Senior. Ihr werdet mehr Videos von Toni sehen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder noch Fragen habt an Toni, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Das Projekt hat jetzt begonnen. Yes! Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.